Herzlich willkommen bei Find the Flow, dein Podcast von Pferdemensch zu Pferdemensch. Alright, dann legen wir mal los, okay? Bist du soweit? Ja, Premiere jetzt. Super, sehr schön. Genau, ich freue mich, ein neuer Podcast, zu dem die Annika Jansen sich heute mal bereit erklärt hat. Genau, Annika, wir kennen uns schon ganz schön lange, glaube ich. Wir haben die Kranio-Ausbildung bei Katja Eser zusammen gemacht. Kennen wir uns daher? Ich glaube, wir kennen uns. Ich war bei euch auf dem Hof in Dänemark noch. Ich glaube, zu einem Sattelkurs, da haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir uns zufällig auf dieser Kranio-Ausbildung bei Katja wieder getroffen. Und seitdem sind wir immer wieder im Kontakt. Ja. Stimmt, du warst bei Wolfgang Fey damals, genau. Und dann haben wir uns bei Katja zur Kranio-Ausbildung wieder getroffen. Genau. Ich kenne dich ja, ich weiß, was du so machst und treibst. Magst du so ein bisschen erzählen, dich einmal vorstellen, was du machst und wo so dein Schwerpunkt liegt? Ja, klar. Also, ich bin Annika Jansen, ich wohne in der Nähe von Bremen in Norddeutschland und arbeite als Osteopathin für Pferde und Hunde. Habe eine Praxis für die Hunde, die kommt zu mir in die Praxis. Und für die Pferde habe ich halt eine Fahrpraxis. Und genau, kombiniere das tatsächlich sowohl beim Hund als auch beim Pferd ganz bewusst eben halt auch mit Trainingstherapie, wie es so landläufig inzwischen in den Köpfen der Leuten ist. Und genau, das hat sich für mich absolut bewährt, weil halt einfach nur passiv zu lösen, davon haben die Pferde schon auch einen Benefit, aber gerade dieses aktiv wieder in die Umsetzung kommen, das finde ich ist besonders wichtig und vor allen Dingen, dass die Besitzer dann auch einen roten Faden an die Hand bekommen, wie sie mit den Thematiken, die die Pferde zeigen, am Ende auch wirklich umgehen können und das in den Alltag gut integriert bekommen. Mhm. Genau. Das ist super so wichtig. Super, super wichtig, ja. Also du bedienst ja beide Sachen, was ich ganz, ganz spannend finde, weil ich glaube immer, das bräuchte es viel mehr und ich glaube, das eine ist nicht so wirklich nachhaltig ohne das andere. Absolut. Sag mal so ein bisschen, wie sieht das bei dir im Alltag so aus und wie hat sich das entwickelt? Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass du am Anfang schon auch mehr behandelt hast und dann mehr ins Training auch so reingerutscht bist, oder? Genau, also wie das immer so ist, das eigene Pferd hat natürlich auch eine große Rolle daran gespielt. Ja, überhaupt, dass ich den Weg in die Osteopathie gefunden habe. Und tatsächlich ist es so, dass man in den Ausbildungen zur Pferdeosteopathin eigentlich hauptsächlich das Behandeln auch lernt, gewisse Techniken, man macht Blickschulung und so weiter und so fort. Aber es ist dann wirklich, man lernt hauptsächlich Blockaden aufzuspüren und diese dann zu lösen. So. Und da habe ich halt selber bemerkt, eben bei meinem eigenen Pferd, aber halt auch bei vielen Kundenpferden, dass wir da voll in die Sackgasse fahren. Also dass die Pferde kurzfristig einen Benefit von der Behandlung haben, langfristig die Leute mit ihren Pferden aber wieder an dem gleichen Punkt stehen, wo sie vorher auch waren. Und da fängt man dann natürlich an, so ein bisschen um die Ecke zu gucken. Zumindest mir ist es so gegangen und ich habe nach Lösungen gesucht. Gott sei Dank. Zwangsläufig in der Trainingsschiene mit gelandet und habe da, glaube ich, inzwischen in den letzten Jahren eine ganze Menge ausprobiert in Bezug auf Reitweisen, Trainingsphilosophien und muss sagen, ich würde mich gar nicht in eine Schublade stecken wollen, weil ich einfach so unterschiedlich mit den Reitern und ihren Pferden arbeite inzwischen. Also ich könnte gar nicht sagen, ich arbeite mit jedem genau gleich, sondern ich gucke immer und versuche auch die Leute ganz doll dahin zu bringen, die aktuelle Grundstimmung des Pferdes einzufangen und Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen an die Hand zu geben, damit die dann, wenn sie mit ihrem Pferd arbeiten, bestmöglich entscheiden können, was braucht das Pferd denn heute? Also ist das, was wir gestern gemacht haben, heute immer noch genau das Richtige im aktuellen Zustand. Das ist halt bei gesunden Pferden, sage ich jetzt mal, die sind ein bisschen toleranter. Aber gerade bei Pferden, die einfach Befunde mitbringen, und das ist nun mal in meinem Alltag sehr, sehr häufig der Fall, gilt es da wirklich ganz, ganz genau hinzugucken. Ja. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das wahrscheinlich sowieso auch nicht nur in deinem Alltag, sondern auch so allgemein einfach wahnsinnig oft der Fall, ne? Weil ich glaube, es ist einfach Tatsache,
dass natürlich die Pferde genauso wie wir Menschen einfach Schwachstellen, Problemstellen, Baustellen, aber auch ganz viele Ressourcen natürlich haben. Und dem geht es immer so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Ne? Was mich jetzt auch interessiert, Annika, persönlich, so, als Osteopathin löst du ja auch ganz viele Dinge. Wir haben die Osteopathie selber, Ausbildung selber zusammen gemacht. Da geht man ja so, oder man kriegt so ein bestimmtes Schema mit, arbeitet sich eigentlich komplett durch den ganzen Körper eigentlich so durch oder schaut überall mal so. Da würde mich interessieren, was sind da so deine Erfahrungen? Behandelst du grundsätzlich immer das ganze Pferd oder auch den ganzen Hund? Schaust du, wo fange ich an? Weil meine Erfahrung, also sowohl selber, wenn ich behandle, als auch was ich so kenne, ist so, das kann auch so kritisch sein. Man sollte schon so ein bisschen so gucken, was man macht, oder? Ja, 100%. Also ich befunde das ganze Pferd durch, weil ich den bestmöglichen Überblick haben möchte, zusammen mit der Ganganalyse. Und dann gehe ich nicht daher und mobilisiere und behandle das komplette Pferd von vorne bis hinten, sondern ich versuche so ein bisschen die Hauptthematik im Pferd für mich zu eruieren und dann mich eigentlich eher langsam ranzutasten. Da nehme ich dann auch die Besitzer natürlich mit ins Boot, weil es ganz häufig ist, dass ich gerufen werde, wenn das Kind schon voll im Brunnen gefallen ist. Und es gibt viele, die inzwischen auch Gott sei Dank präventiv drauf gucken lassen, aber die Mehrheit ist einfach wirklich immer noch der Patient, der einfach wirklich irgendwie in einer Dysfunktion steckt. Und die dann gleich von jetzt auf gleich da rauszuholen zu wollen, ist also da hat keiner was davon. Das wäre für mich unglaublich viel Arbeit, einmal am Pferd. Und das zum anderen Pferd ja auch, ne? Fußpose. Also ich würde ja den Fußboden unter den Füßen wegziehen, genau, weil der sich ja in gewisse Kompensationsmuster einfach reingearbeitet hat, was ja auch total okay ist. Also ich finde immer, ist mir auch immer nochmal ein Anliegen, genau, dass Kompensation an sich überhaupt gar nichts Schlimmes und Schlechtes ist, aber sie muss erkannt werden. Und dann ist es wichtig, dass wir gewisse Kompensationsmuster funktional halten. So, wenn ich jetzt ein gesundes Pferd habe, was einfach aufgrund von einem Koppelunfall jetzt kurzfristig etwas kompensiert, das kommt dann natürlich wieder raus. Wenn ich aber chronische Befunde habe, die auch, also die Arthrose ist der Klassiker, egal wo sie sitzt im Körper, die wird in der Regel von alleine nicht besser, sondern die ist in einem Prozess, also die hat mit Arthrosepferden haben Hochs und Tiefs. Und da ist es einfach so, dass die immer wieder ein gewisses Kompensationsmuster suchen. Mhm. Die werden wir immer wieder in den Pferden finden. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass die Besitzer dann wieder lernen, das selber funktional zu halten und zu erkennen, wann ist der jetzt gerade in einem roten Bereich, wo man nicht rein trainiert. Und wann ist er irgendwie im grünen bis gelben Bereich, wo man sagt, alles klar, da können wir ruhig einen kleinen Trainingsreiz reinsetzen, der dann auch wieder wichtig ist auf einer gewissen Ebene. Genau, weil gar nicht trainieren oder gar nichts machen ist halt auch nicht die Lösung, ne? Hilft halt wegstellen auch gar nicht, ne? Nee, wegstellen ist häufig überhaupt gar keine Lösung. Genau, kenne ich halt auch. Das heißt, ich finde, das ist schon ganz schön anspruchsvoll. Also auch für den Besitzer, diesen gelb-grün-roten Bereich zu erkennen, da sein Auge zu schulen und das auch so wahrzunehmen und auch ja zuzulassen. Weil das macht ja auch, wir wollen ja alle, dass es unseren Pferden gut geht. Und dann rutscht das ja immer so schnell in Extreme, ne? Wie machst du das? Wie sieht das aus? Wie nimmst du da die Besitzer so ein bisschen an die Hand, um denn ja auch, wenn du die Pferde behandelt hast, so ein bisschen ins Training zu gehen und dass die so ein bisschen erkennen können, was ist denn jetzt gut, was ist nicht gut, egal jetzt mal von der Methode unabhängig. Ja, komplett unabhängig von irgendeiner Methode. Also in erster Linie gibt es immer einen Ersttermin, wo ich die Pferde einmal in der Ganganalyse habe, ohne Reiter, und dann den Behandlungstermin habe. Und dann ist es häufig so, dass ich einfach anbiete, die Pferde auch im Training mit zu begleiten. Und zwar gar nicht spezifisch irgendwie in Form von Reitunterricht, sondern wirklich im Sinne von, pass auf, wir haben folgende
Kompensationsmuster, Dysfunktion, wie auch immer man es schimpfen möchte, in deinem Pferd gefunden. Das erkläre ich den Leuten dann am Pferd auch. Häufig haben die ja aber auch schon ein gutes Gefühl für ihr Pferd. Und gerade das Bauchgefühl hat schon eigentlich immer gesagt, dass da irgendwas ist. Ich bin dann diejenige, die es bestätigt oder auch irgendeine andere Kollegin schon vorher. Genau. Und dann ist es immer ein Trial and Error dahingehend, was können wir mit dem Pferd machen und was nicht. Also es ist wirklich, ich versuche die Leute dahin zu bekommen, dass sie sich trauen, sich auszuprobieren, dass sie auch mal trauen, an eine gewisse Grenze zu gehen mit ihrem Pferd, um überhaupt mal auszutarieren, wo ist denn diese Grenze überhaupt? Weil Thema Unterbewegung beziehungsweise Unterbewegung nenne ich es jetzt einfach mal. Also zu wenig Training ist tatsächlich auch ein Riesenthema. Also es ist gar nicht immer ein Spiel, sondern auch sehr häufig ein viel zu wenig. Und sich immer nur in der Komfortzone aufzuhalten, ist, kann auch ein riesengroßes Problem sein. Genau, und dass wir da erstmal so ein bisschen austarieren und uns kennenlernen quasi in der Dreierkonstellation. Und das dann ganz normal über unterschiedliche Termine, wie man Reitunterricht nehmen würde, nur dass wir dann halt gar nicht den Fokus auf ich komme und behandle, sondern ich komme und wir probieren verschiedene Dinge mit dem Pferd aus, um auszutarieren, wo ist auf jeden Fall die grüne Zone für das Pferd, wo ist die rote Zone und wo ist der Übergang dafür. Aber es ist niemals pauschal zu sagen. Also so häufig habe ich schon erlebt, dass ich eine Idee mitgebracht habe in den Termin und das ist komplett nach hinten losgegangen und wir sind am Ende der Einheit bei einem ganz, ganz anderen Ansatz gelandet, weil der für den Moment für das Pferd gut war. Und manchmal ist es so, dass wir in einem halben Jahr oder auch in einem Jahr später das, womit ich ursprünglich einsteigen wollte, erst dann überhaupt angehen können. So. Das heißt, man muss immer wieder beobachten und anpassen. Ja. Was finde ich echt anspruchsvoll ist. Also ich bin da ja zu 1000% deiner Meinung, weil das ist halt echt Arbeit. Ne? Das ist ganz viel Wahrnehmen, das ist ganz viel Schulen, das ist ganz viel nicht in irgendwelche festgestellten Dinge oder Methoden hüpfen, sondern das immer wieder anzupassen. Und ich glaube, das ist so für die Leute da draußen echt anspruchsvoll. Man liest immer so viele Dogmen, so viele Methoden. Und ich glaube, es gibt total viele super gute Sachen, die auch sinnvoll sein können. Ja, auf jeden Fall. Aber die müssen halt passen. Und wie du sagst, in dem Moment. Und ich glaube, sie müssen zum Pferd natürlich vor allem passen. Aber ich glaube, sie müssen denn ja auch noch zu dem Menschen passen. Ne? Der muss die ja auch noch umsetzen können und irgendwie dahinter stehen. Ja, auch immer erstmal, wo steht denn der Besitzer überhaupt vom Know-how? Genau. Also gewisse Diagnosen müssen ja einfach erstmal erklärt werden. Und ganz häufig ist es auch erstmal wieder runterholen von einem Stresslevel, was irgendwie mega hoch ist, weil der Mensch, also häufig haben die Leute eben ein Pferd und das ist dann halt dieses eine Pferd, hat man sich ja schon auch angeschafft, um eigentlich zu reiten, würde ich mal sagen, dass sich die meisten Leute ein Pferd anschaffen, weil sie es reiten möchten. Und dann steht irgendwie im Raum, dass das gerade nicht möglich ist und so, dass da schießt das Stresslevel natürlich total nach oben und die Unsicherheit und die Verzweiflung und so. Und die Leute auch da erstmal abzuholen, ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Richtig so ein Trauerprozess auch sein, ne? Also das ist ja, das macht, also, ne? Ja. Also ich kenne es ja selber auch mit meinem Crespo, der hat halt diverse Arthrosen in unterschiedlichsten Gelenken. Das sieht man ihm auch immer wieder an. Und da bin ich selber auch nur Pferdebesitzer neben meinem eigenen Pferd. Und ich mache das selber halt immer wieder durch. Auch. Also ich weiß hundertprozentig, wie es den Leuten geht. Ich auch. Wenn solche Diagnosen zum Tisch kommen. Ja. Das ist einfach, also jedes Mal wieder, wenn der irgendwie eine schlechte Phase hat, bin ich echt am Verzweifeln. Und dann muss man sich hinsetzen und sortieren. Sind du und ich vielleicht in der glücklichen Lage, dass wir einfach schon viel rechts und links gucken konnten, uns viel ausprobieren konnten auch
und schneller für unsere Pferde einen neuen Lösungsansatz finden oder auch mal sagen, gut, okay, jetzt lassen wir einfach mal 5 gerade sein und gucken in 2 Wochen nochmal, dass auch das kann ja mal ein Weg sein. Aber genau, also da weiß ich einfach, kann ich super nachvollziehen, wie es so Pferdebesitzern geht, die ja einfach ein Tier haben, was chronisch Probleme hat oder macht. Und das ist ein Auf und Ab, ein ständiges Auf und Ab. Und das auch aushalten zu können, ist eine richtige Challenge. Das ist krass. Und trotzdem nicht in so ein, ich weiß, ich hatte mit Isria mal eine Phase, da hat sie mir mal so leid getan. Und ich glaube, da habe ich sie auch so behandelt. Und ich glaube, da muss man auch so aufpassen, auch, dass man denn die Pferde nicht so leidig anguckt und so, weil da kann man so ganz schnell reingeraten und dann irgendwie nur noch Fehler oder Probleme zu schauen. Sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, ja. Voll, weil ich weiß von Pferden natürlich, die sind so sensibel, die nehmen uns so doll wahr, manchmal viel zu sehr, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch so ein super wichtiger Aspekt, dass man manchmal auch loslässt und trotzdem dabei bleibt und es aber auch, dass es auch so sein darf, ne? Und ja, so ein Level für die Akzeptanz zu finden einfach, ne? Also dass das da ist, dass das jetzt ein Teil des Lebens, des Seins mit dem Tier ist. Aber das ist ja, also ganz häufig, die Pferde stehen ja trotzdem noch da und die meisten Pferde können super gut, zumindest ein Pferd auf der Koppel sein und genau, und dass man da einfach erstmal ja wirklich akzeptiert, dass da ein, ich finde das Wort Krankheit ist immer so super negativ und bringt auch immer so eine negative Schwingung mit rein. Aber ja, da ist eine chronische Krankheit so. Aber es ist auch kein Weltuntergang. So. Und es ist auch ganz viel Gutes da, ne? Das ist genau, ein, ist halt ein immer Stück noch von der richtig, Torte vielleicht. Richtig viel Gutes da und wahrscheinlich sogar hauptsächlich Gutes da. Ja. Und das, sich wieder darauf konzentrieren zu können. Ja. Hast du vollkommen recht, ja. Und dass man so viel verändern kann, auch wenn es wieder eine Abwärtsspirale mal zwischendurch ist oder eine schlechte Phase, dass man auch wahnsinnig oft auch immer wieder da rauskommen kann oder vielleicht auch sogar stetig da rauskommen kann, dass das möglich ist, ne? Ja. Aber halt natürlich emotional auch sehr anstrengend. Sehr. Aber den Fokus, also dranbleiben auf jeden Fall, ne? Sich nicht immer, also auch wenn man die Idee hat, so ich probiere jetzt diesen Weg mit meinem Pferd, so weil sich das aus Gründen XY jetzt auch gerade gut anfühlt und der Bauch das sowieso sagt, dass man sich dann nicht wieder von rechts und links und von irgendwelchen Blogbeiträgen, Social Media Einträgen, keine Ahnung, davon wieder abbringen lässt, sondern wirklich mal bei dem bleibt, was man sich für sein Pferd überlegt hat und wo man für sich mit seinem Pferd eigentlich die beste Energie so hat in der Arbeit. Ganz wichtig. Unabhängig von den theoretischen Erklärungen. Weil mal ganz ehrlich, tolle theoretische Erklärungen und Bilder und Zeichnungen finden wir eigentlich zu vielen Reitweisen und zu vielen Erklärungsmodellen, ne? Aber genau, so ein bisschen, wo das Herz oder wo das Gefühl sagt, ja, das ist es jetzt gerade, zumindest jetzt gerade für uns, für mich, ne? Und ich glaube, das ist ganz schön schwierig, weil, also ein Stück weit dabei zu bleiben, aber auch trotzdem so ein bisschen offen zu bleiben und so ein bisschen Try and Error und das wieder anzupassen. Es gibt halt wahnsinnig viel, du hast es angesprochen, Social Media und so, wird wahnsinnig viel versprochen. Und ich kann das so verstehen, dass gerade so eine Leute in so einer Situation, und ich kann das auch von mir selber nachvollziehen, dass man immer so gerne jemanden haben will oder eine Methode haben will, an die man sich klammert und wo man vielleicht auch manchmal so ein bisschen Verantwortung abgeben will, weil jemand einem auch was versichert und einfach sich ja auch oft so ein bisschen hilflos fühlt in dieser riesengroßen medialen Welt. Kennst du das auch so von deinem? Ja, 100%ig kenne ich das. Mhm. Also mir geht es selber auch so, dass ich eigentlich, also ich würde sagen, zu 90%ig bin ich mit dem, wie jetzt mein Crespo, der ist seit 3 Jahren in Rente und zu 90% fühle ich mich total gut mit dieser Entscheidung. Mit dem gehe ich spazieren, über Stock und Stein, versuche so ein bisschen
also einfach so ein bisschen Körpertraining zu machen, so nenne ich es jetzt mal. Mache ein bisschen mit Handarbeit mit dem. Mann, dann würde ich sagen, der ist gar nicht in Rente, sondern. Ja, naja, nee, genau. Also offiziell ist er sozusagen für mich in Rente, aber ich reite den halt gar nicht mehr. So, weil der ist einfach geritten, wird dann nicht besser. So. Ja. Da hat er, da sind einfach seine Probleme zu groß für. Aber so alles am Boden geht noch ziemlich viel. Aber trotzdem grätscht mir immer mal wieder eine Situation ins Leben, wo ich so denke, oder verpasse ich jetzt doch noch mal was? Oder bin ich da zu vorsichtig? Oder so. Mhm. Aber ja, also ich kann da inzwischen, glaube ich, ganz gut drüber stehen. Mhm. Und das wünsche ich vielen anderen Leuten einfach auch, dass sie das schaffen, da einfach total in sich reinzufühlen und da das als Maß der Dinge zu sehen. Ja. Aber genau, ich kenne das auch sehr gut. Die Verunsicherung kommt immer wieder auch, gehört dazu. Aber ja, man muss sich sein Pferd angucken. Also das ist einfach alles Maß der Dinge. Egal, wer was von außen sagt, auch ich, das sage ich den Leuten auch immer, auch wenn ich jetzt irgendeine Idee reingebe und die dich total, die einfach ein ganz blödes Gefühl in dir auslöst und du selber gar nicht damit zurechtkommst, dann kommunizier das bitte, weil nur so können wir ja auf einen Nenner kommen. So. Genau. Und ich bin nicht diejenige, die das Pferd am allerbesten kennt, sondern der Besitzer ist derjenige, der sein Pferd am allerbesten kennt und fürs Einstehen sollte und fürs Sprechen sollte. So. Genau. Und das ist, glaube ich, echt einer der wichtigsten Punkte. Ja. Und das also kenne ich von euch beiden ja auch schon immer sehr, dass ihr einfach wirklich auf die Pferde guckt. Und voll unfancy und unpopulär manchmal. Ja, aber total. Ich glaube, nur so geht's. Also selber zurücknehmen und das Pferd fragen. So. Und dann auch mit der Antwort von dem Pferd, die ernst nehmen. Tut manchmal weh. Manchmal ist es auch ganz nett, was die Pferde als Antwort geben. Manchmal überraschen sie einen auch wieder. Voll. Und da wirklich hinzuspüren und genau hinzugucken einfach. Genau. Ganz viel ist eigentlich schon bekannt, nur es passt vielleicht nicht ins Bild von anderen Leuten und das ist ja sowieso schon wieder falsch. Ja, und auch manchmal so ein Stück weit so eine Entscheidung zu treffen. Ne? Du hast das gerade gesagt, du hast den Crespo vor 3 oder 4 Jahren in Rente geschickt. Guck mal, ich würde das jetzt gleich gar nicht als Rente, sondern du reitest ihn nicht. Das ist bei mir und Israel ja ganz ähnlich. Ich habe vor 4 Jahren, glaube ich, entschieden, ich reite dieses Pferd nicht mehr. Und mir sagen ganz viele, auch gute, bekannte, geschätzte Trainer, die ist absolut reitbar, reite die, die kannst du reiten, mach das. Und da bin ich immer mal wieder so, dann setze ich mich mal kurz rauf, weil die findet das auch toll, ne? Ist gar kein Thema. Aber nein, für mich fühlt sich das genau richtig an. Mhm. Nicht, weil ich sie nicht vielleicht reiten könnte oder das machbar wäre, aber für mich fühlt es sich genau richtig an. Und ich muss sagen, mich selber als Pferdebesitzerin entlastet es auch. Mhm. Weil ich habe das entschieden und ich darf das entscheiden. Und wir können aber alles andere machen. Und ich kann es auch mal wieder umentscheiden, wenn ich das will. Aber ich glaube, manchmal ist es wichtig, so eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, so eine Diagnosen zu haben, ne? Von einem Tierarzt, oder? Ja, total. Es hilft total, wenn das Kind einen Namen hat. Und wenn wir wissen, wie der Endgegner heißt, den wir, also gegen den wir so ein bisschen, wo wir gegen anarbeiten müssen, kämpfen ist falsch, aber halt, dass wir einfach wissen, wie der heißt und wo die ganzen Sachen herkommen, was aber nicht heißt, dass das die ausschließliche Thematik ist. Also ich habe mal ja Läuse und Flöhe zugleich. Aber doch finde ich total wichtig, den Tierarzt mit ins Boot zu holen. Also es erleichtert am Ende alles. Ja, und es macht es klar und es macht es vielleicht auch ein bisschen fairer, ne? Weil ich weiß gar nicht, wie viele Pferde, also ich bin ja auch kein Fan davon, Pferde ständig durchzuchecken oder ständig zu gucken und zu suchen, was die alles haben können. Das ist ja auch. Das ist ja totaler Quatsch, genau. Finde ich so ein anderes Extrem, was einem inzwischen ja auch häufiger mal begegnet. Ne? Der hat bestimmt das und dann hören die Leute von der neuen Krankheit oder der neuen Geschichte. Das sind dann so, ich habe das früher Helikoptereltern, ich bin ja Heilpädagogin, ne? Und das waren immer die Eltern, ja, mein Kind hat das und das und das und jetzt weiß ich genau, warum und ich kann ja nichts tun. Mhm. Hilft ja auch nicht.
Aber ich finde es auch tatsächlich wirklich wichtig und ich finde es auch total spannend, weil ich finde, daran kann man auch so lernen und so viel beobachten, ne? Also ich finde, jedes schwierige Pferd oder jedes Pferd mit Baustellen, und da geht es dir bestimmt ähnlich, Annika, an denen verzweifelt man auch, an denen trauert man auch, aber an denen wächst man halt auch unheimlich toll. Wenn man da Bock drauf hat, dann kann man von denen so viel lernen. Ja. Das ist unfassbar. Ja. Aber mich würde noch mal interessieren, wie sich das für dich anfühlt, wenn du so eine, also für Isria und dich ja jetzt die Entscheidung getroffen hast, dass du sie jetzt erstmal, muss ja kein Zustand sein, aber für den Moment jetzt. Eigentlich reite ich. Es ist kein Reitpferd. So, aber ist es nicht auch irgendwie super befreiend? Ja. Zu sagen, das ist jetzt einfach so und ich reite nicht, Punkt. So. Nee. Ich finde, mich hat das so entlastet, als ich damals die Entscheidung getroffen habe. Es hat so viel Druck rausgenommen. Du, mich auch. Und ich bin ja jetzt aber auch glücklicherweise der Typ, ich reite gerne. Aber mir war Reiten, also jetzt wirklich aus vollstem Herzen, auch vor Isria schon, nie so wichtig. Für mich ist das ein Goodie. Ich liebe das, auch zu reiten. Aber ich liebe noch viel mehr alles andere rundherum. Ja. Also wirklich, aus vollstem Herzen. Und von daher ist es für mich auch kein so ein... Also es ist nicht so schwer, sondern eher eine Erleichterung. Ich hatte tatsächlich eher mal so ein bisschen die Phase, dass das an meinem Selbstbewusstsein sehr geknackt hat, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich müsste jetzt eigentlich schon viel wissen und schon viel können auch, kann wahnsinnig vielen Pferden helfen, aber warum gelingt mir das bei meiner Stute nicht? Aber meinem eigenen nicht, ja. Die komplett, wobei eigentlich gelingt es mir gut, weil die ist seit über 4 Jahren oder seit über 5 Jahren tatsächlich wirklich stabil und hat quasi gar nichts, außer mal einen kleinen Hufabzess. Ja, aber ansonsten geht es der wirklich hervorragend. Die ist lahmfrei, die tickert auch nicht, die hat auch keine, klar, die hat mal schlechtere und bessere Phasen, aber die hat nie wieder gelahmt oder so. Und ich gucke wirklich relativ pingelig, ohne Fehler zu gucken, hoffe ich. Meine größte Challenge. Aber das hat an mir gearbeitet. Und ich habe auch immer gesagt, weil viele haben mich immer gefragt, warum bietest du nicht dies und das und jenes an? Und das hat echt viel mit mir, weil ich habe immer gesagt, wenn ich mein Pferd selber nicht auf so einen Stand kriege, wie ich, dann kann ich das nicht tun. Also so, boah, heftig. Also was das so, ne? Ja. Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber ja, letztendlich dann die Entscheidung zu treffen und erstmal dann zu sagen, also es ist, für mich war es total, dass einmal der Druck raus war. Voll. So, bis heute. So. Voll. Der ist da, wir machen das, was uns beiden Freude bereitet. Wir haben gute, wir haben schlechte Tage, aber die guten überwiegen inzwischen einfach hauptsächlich tatsächlich. Ja, und man kann so viel tun. Absolut. Also genau. Ich meine, man kann Pferden auch beim Reiten super gut helfen, ne? Aber ich glaube, wenn man... Leichter. Muss ich auch sagen, manchmal ist es leichter, wenn man drauf sitzt. Tatsächlich. Tatsächlich. Weil du bist halt mehr, ne, du bist rechts, du bist links, du hast viel mehr Möglichkeiten. Ja. Also ich finde auch tatsächlich, es ist eigentlich leichter. Aber wenn man so das Gefühl hat, irgendwie, es fühlt sich doof an oder na, man hat irgendwie, dann soll man es lieber lassen. Das finde ich auch. Da würde ich auch den Leuten Mut machen, sich das zu trauen. Oder halt es auch zu versuchen. Auch gut. Absolut. Aber es war ja mit Sicherheit auch ein großer Bestandteil, zumindest war es bei uns so, das richtige Management für dieses Pferd zu finden auch. Ne? Also es ist jetzt nicht nur das Thema, wie trainiere ich jetzt so ein Pferd, sondern auch, wie sehen denn Haltung, Fütterung und das sonstige komplette Management rund ums Pferd aus? Oh, Annika, und was es alles gibt, oder? Da schlägt gerade die Hände über den Kopf. Und was es alles gibt und was es alles zu lernen gibt. An Fütterung, an Haltung, an Krankheiten, an Immun. Also Wahnsinn. Ja. Never ending story. Never ending story, ja. Man kommt vom Hundertstel ins Tausendstel. Da muss man auch ein bisschen Bock drauf haben. Da muss man ein bisschen Bock drauf haben. Und ich
ich zum Beispiel bin auch klar entschieden, ich muss nicht alles wissen und ich werde auch in meinem Leben nie schaffen, alles zu wissen. Da gibt es auch viele gute Leute in verschiedenen Fachbereichen, finde ich, die man sich gut hinzuziehen darf. Und trotzdem ist es so, wie du, weiß ich nicht, vor 10 Minuten oder so mal gesagt hast, der Besitzer entscheidet. Wann holt er wen dran, der beobachtet? Und im Endeffekt ist der Besitzer derjenige, der das alles so ein bisschen in der Hand hat und koordinieren muss trotzdem. Also die Verantwortung bleibt leider, Gott sei Dank, halt ja, immer bei mir als Besitzer. Ja. Und das ist das, und das kann einem auch keiner abnehmen. Mhm. Und das ist halt krass. Und dann gibt es da aber natürlich super viele Möglichkeiten. Das Bild hängt, aber das ist ja egal, die Leute. Der Ton läuft, glaube ich, trotzdem. Genau. Ja. Weil auch, wie du sagst, das Training ist super wichtig, die Behandlung ist super wichtig, aber diese ganzen anderen Stellschrauben und an dem man verdammt nochmal ja auch nicht immer stellen kann ohne Ende. Und auch also, damit muss man dealen, ne? Ich setze mich da jetzt natürlich selber irgendwie in die Nesseln, wenn ich sage, weil ich nun mal hauptberuflich Osteopathin für Tiere bin, ja. Aber tatsächlich würde ich das Management und das Training vor jede osteopathische Behandlung setzen. Ja. Wenn es da einfach Defizite gibt, dann nützt die beste osteopathische Behandlung nichts. Ja. So. Und es ist komplett falsch zu sagen, ich hole einmal im Jahr den Osteopathen und dann bin ich auf der sicheren Seite. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Also finde ich total surreal, dass man irgendwie der Meinung ist, einmal im Jahr kommt der Osteopath und alles ist gut. Das wäre schön. Okay. Im Idealfall hat man Haltung und Fütterung und Training so ausgerichtet, dass man Hufe, Zähne ist auch nochmal so ein Thema, genau. Ein Riesenthema, ja. Genau, aber wenn das stimmt, braucht man eigentlich fast gar keinen Osteopathen mehr. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Sattel und so weiter, wenn man reitet. Ja, genau, aber es geht dann schon. Also schön wäre es doch eigentlich, wenn wir die Osteopathen nur bräuchten, um irgendwelche Koppelunfälle irgendwie zu richten sozusagen. Oder tatsächlich auch echte Reha postoperativ, sage ich jetzt mal. Das ist etwas, was im Pferdebereich noch also wenig bis gar nicht stattfindet. Mhm. Im Bereich schon viel, viel mehr. Die Ergebnisse sind bombastisch bei den Hunden. Mhm. Und da darf sehr, sehr viel mehr bei dem im Pferdebereich passieren. Ist dann natürlich aber auch wieder zeit- und kostenintensiv, darf man auch nicht vergessen. Aber genau, eigentlich so dieses prophylaktisch mal einen Osteopathen draufschauen zu lassen und die Hoffnung haben, dass der schon sagen wird, dass alles gut ist, das ist schon mal komplett falsch, würde ich sagen. Sondern eher damit rechnen, dass der Dinge anspricht und dann gucken, wie kriegt man das in Zukunft gelöst. Und das ist dann nicht mit einer Behandlung getan in der Regel. Und es ist vor allen Dingen nicht oder häufig nicht dadurch getan, dass sich nichts verändert. Also sowohl auf Trainingsebene als auch auf Haltungsebene, Fütterungsebene. Zahn, Huf. Oh ja. Also ne, da sind wir wieder bei der Endlosschleife. Toll. Und das ist halt echt schwierig. Und dann ist es ja auch noch so, liebe Annika, das weißt du auch genauso wie ich und alle wahrscheinlich auch, die uns zuhören. Und dann gibt es auch noch wahnsinnige Qualitätsunterschiede. Auch das. Ja, wer kann, also Osteopath und Osteopath und Hufbearbeiter und Hufbearbeiter, ich meine, das sind Welten. Ja, und auch da muss ich ja mich irgendwie auf mein Gefühl oder auf den Ruf, den jemanden hat, und was auch immer, ich muss mich ja auf irgendwie was verlassen. Und das ist echt, ich muss also auch die richtigen Leute finden und die richtigen Leute haben, die ich an mein Pferd lasse, die ich rechtzeitig rufe, die ich prophylaktisch einsetze und das auch noch alles abstimme und koordiniere. Ja. Und das ist echt eine Aufgabe. Es ist kann eine schöne Aufgabe sein, aber es ist echt auch nicht einfach für die Leute da draußen. Für mich persönlich auch nicht immer, also oder war es nicht. Mhm. Aber es ist echt nicht einfach, ja. Mhm. Aber möglich. Es ist möglich, genau. Man muss sich einfach auf die Suche machen, sozusagen. Ne? Also überhaupt erstmal den Schritt gehen und in sich reinzufühlen, passt dann das Team, was ich aktuell um mein Pferd habe? Habe ich überhaupt ein Team um mein Pferd und Ansprechpartner, die ich für mein Pferd fragen kann? Mhm. Genau, passt das? Und wenn nicht, dann auch was zu verändern gegebenenfalls.
und auch da den Mut haben wieder, ne, für sein Pferd einzustehen und das gegebenenfalls auch anzusprechen. Also das finde ich ist auch nochmal wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass, dass die meisten Fachleute an einem Tier gar nicht mutmaßlich irgendwas falsch machen, das Böse meinen oder wie auch immer. Aber wenn der Schmied seit 5 Jahren zu genau dem gleichen Pferd kommt und man bis der Schmied kein Feedback bekommt, dass das Pferd irgendwie immer fühlig läuft, ja, was soll der denn dann verändern? So, so ist es. Dinge auch einfach mal anzusprechen und nicht gleich den nächsten Schmied oder den nächsten Therapeuten zu rufen, weil der andere hat ja nichts getaugt, sondern sämtliche Fachleute rund um die Pferde leben ja von dem Feedback, das der Besitzer uns gibt. So. Genau. Und das Pferd braucht den Besitzer. Der muss feeden, ne? Ja, es ist halt so. Und dann ist es ja auch noch schön, Annika, und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter, wenn diese Fachleute denn noch zusammenarbeiten würden. Umso besser, ja. Ja, das ist gut. Weil das ist ja manchmal so, dass man kleine Stellschrauben stellt, also wirklich Kleinigkeiten, wo man nicht denkt, dass das so große Auswirkungen hat. Und es kann so viel machen. Und dann müsste das natürlich irgendwie auch wieder angepasst werden. Also ein Pferd, was relativ gesund ist, kommt vielleicht damit noch gut klar. Bei Pferden, die schon so ein bisschen mehr in der Dysfunktion oder wie auch immer sind, die kann das echt sehr irritieren, körperlich, seelisch, alles. Das auch immer wieder anzupassen, abzusprechen und zu koordinieren. Also, und da würde ich mir auch so doll wünschen, auch von den vielen, vielen tollen Menschen da draußen, ob Pferdebesitzer oder Therapeuten, Fachleute, tut euch da doch ein bisschen mehr zusammen. Ihr könnt doch alle voneinander profitieren. Euch nimmt doch keiner was weg. Bitte macht es doch für die Pferde. Ihr habt doch alle diesen Job mal gelernt oder euch für Pferde begeistert, weil ihr denen was Gutes tun wolltet. Und es gibt viele Pferde, euch nimmt keiner was weg. Es geht, glaube ich, auch wirklich nur im Team, nachhaltig was zu tun. Da bin ich echt überzeugt von. Das geht nur im Team. Und das würde ich mir, ja. Genau, und das wichtigste Teammitglied ist und bleibt der Besitzer. Ja. Und der muss für sein Pferd hingucken und genau wirklich aussprechen, was er sieht und was er fühlt und Zweifel und Sorgen ansprechen und sich hoffentlich auch ernst genommen fühlen dann in dem Moment. Genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man als Besitzer sich ernst genommen fühlt. Und wenn das der Fall ist, dann hat man wahrscheinlich ein gutes Team schon mal, also ein gutes Teammitglied für sich und sein Pferd gefunden sozusagen. Ja. Dann kann man weiterschauen. Dann kann man weiterschauen, genau. Aber Kommunikation ist super, super wichtig und bestimmt bei vielen unglaublich ausbaufähig auch noch. Ja. Das glaube ich auch. Da nochmal selber zu reflektieren, inwieweit das für sich und sein Pferd auch wirklich funktioniert. So, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, ja. Und ich glaube, dann ist halt, glaube ich, ganz viel möglich. Mhm. Ich glaube, dann ist wirklich ganz viel möglich. Aber das ist dann schon fast ein Sechser im Lotto. Absolut. Aber da können wir ja was für tun. Ja. Okay, Annika, hast du noch irgendwas, was du so unseren Zuhörern da draußen mitgeben möchtest? Was dir nochmal wichtig ist zu sagen, wo du, ja. Also das Wichtigste ist, glaube ich, und da spreche ich einmal als Pferdebesitzerin von einem Pferd mit chronischen Problemen und eben halt auch als Osteopathin, die wahnsinnig viele unterschiedliche Pferde in ihrem Alltag sieht, ist, dass einfach nichts in Stein gemeißelt ist und man nicht verzagen soll, wenn die Kurve mal wieder ein bisschen bergab geht, die geht auch wieder bergauf. Man darf akzeptieren, dass das Ganze einfach ein Prozess ist. So alles. Egal, ob man im Training was verändert, egal, ob man in der Fütterung, in der Haltung etwas verändert. Man muss den Dingen auch eine Chance geben. Nicht gleich, also nicht zu schnell wechseln, sondern wirklich dem Prozess erlauben, da zu sein, sag ich mal so. Ja. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wahrscheinlich generell im Leben, aber insbesondere in Bezug auf das Zusammensein mit unseren Tieren. Ja. Und immer so ein bisschen Try and Error in einem gewissen Maße sich zu erlauben und diese grün-gelb-roten Zonen zu erkennen. Ja. Dann sind wir schon mal ganz weit vorne, oder?
Und nicht verzagen, wenn es irgendwie schiefgelaufen ist. Auch das passiert. Und es muss passieren, damit man dann so wieder was zu Positivem verändern kann. So. Damit man auch lernt. Genau. Und auch nicht denn einen Schuldigen suchen, sich reflektieren unbedingt, aber nicht einen Schuldigen suchen und nicht auch mit sich selber so hart ins Gericht gehen. So ist es. Ja. Genau, das würde ich den Leuten auch mitgeben wollen. Genau. Ja. Ein wenig Leichtigkeit trotzdem dann manchmal, ohne, aber mit ehrlichem Hingucken. Ja. Das wäre so eine schöne Mischung, ja. Das denke ich auch. Okay, Annika, ganz, ganz lieben Dank. Wir haben die 45 Minuten voll. Ja, sehr gut. Wunderbar. Genau, das strebe ich immer so an, 30 bis 45 Minuten. Ja, das ist gut. Ich danke dir sehr und ich möchte auch sehr gerne mit dir eine Fortsetzung machen, weil du hast auch ganz viel zu erzählen. Machen wir. Ganz lieben Dank. Ja, schön. Vielen Dank erstmal. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.